Autofahrern bietet sich in der Altmark oft die gleiche Szenerie. Es geht durch Wälder, kleine Dörfer, zwischen Feldern entlang, wieder durch Dörfer und so weiter. Eigentlich ganz idyllisch. Der Blick auf die Autobahnkarte Deutschlands zeigt aber, wir befinden uns im größten autobahnfreien Raum der Republik. So weit, so bekannt. An der Änderung dieses Umstandes wird seit Jahren schon gearbeitet. Die A14 wächst abschnittsweise immer weiter gen Norden. Wenn es aber nach der Meinung der Unternehmer geht, dann ist das zu langsam. Auch aufgrund diverser Klagen von Naturschutzbünden. Um ein Zeichen der Entschlossenheit zu setzen, trafen sich am 24. April Unternehmer und Unterstützer in Osterburg zu einem Autokorso. Mit dabei war auch die Industrie- und Handelskammer Magdeburg. Die IHK unterstützt heute die Aktion. Die eingeladen haben ja heute die beiden Städte Osterburg und Seehausen. Die haben uns um Unterstützung gebeten und hier sind wir mit überwältigender Mehrheit. Das unterstreicht die Bedeutung der A14 und der als Querspange zur Autobahn gedachten B190N. Dabei geht es nicht nur um die Geschäfte der Unternehmer vor Ort. Die Bedeutung geht über die Altmark hinaus. Mit über 100 Fahrzeugen setzte sich der Corso letztendlich in Bewegung. Bürger im Pkw, Kleintransporter und große Lastkraftwagen, alle aufgereiht auf dem Weg von Osterburg nach Norden. Begleitet wurde der Zug von einigen Bürgern, die von der Idee des A14-Baus weniger begeistert waren. Das kennt man hier aber schon. Besorgt sind die Vertreter der Industrie- und Handelskammer deswegen nicht. Die Stimmung der überwiegenden Anzahl der Bürger ist eindeutig positiv für die Infrastrukturprojekte, also für die Autobahn, für die B190N. Denn hier geht es darum, die Attraktivität der Altmark zu stärken und auch der Prignitz, dass wir hier auch an die entsprechenden Wirtschaftszentren mit angeschlossen sind, dass wir davon partizipieren. Und dass wir auch hier vor allen Dingen unsere Region interessanter gestalten. Interessanter auch für Unternehmen, mit dem Blick immer auf die Entwicklung des noch recht strukturschwachen Raumes. Dabei sollen die A14 und die B190N helfen und vor allem für die Autofahrer vieles vereinfachen.